Hallo ihr Lieben, ja, ich habe es geschafft. Ich kann euch ein Finish präsentieren. Wie ihr seht, sind es die kleinen Vögel. Das Projekt, welches ich für meine Mutter sticken wollte zu ihrem Geburtstag. Heute ist Sonntag, der 19. November 2023, und sie hat in 4 Tagen Geburtstag. Also ich bin noch super in der Zeit. Ich rahme es nicht ein, weil ich nicht genau weiß, was sie damit machen möchte. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagt, sie möchte sich so ein kleines Kissen machen, ne, und hinstellen. Aber das müssen wir dann sehen. Ich schenke ihr das und dann kann sie entscheiden. Ja, also das sind ja hier diese, ich habe es genannt Wintertag. Wir alle haben dann gesagt, das wird das Mama-Projekt. Das ist von Riolis, wie gesagt. Ich hatte das gekauft damals bei Marussia Shop, genau hier in Deutschland. Das wird da 14K und AIDA gestickt. Angefangen hatten einige YouTuber mit Riolis zu Ostern. Also ich habe dann Ostersonntag angefangen am 9.04.23 und bin gestern am 18.11. fertig geworden. Die Rückstiche waren doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Also das ging auch ganz, ganz gut. Und ja, also wie gesagt, das sind die Vögelchen, 40 mal 24 Zentimeter. Ich habe das Original nicht beschmiert. Ich habe dann mir das kopiert und dann jeweils abgestrichen, so dass das Original hier noch ja noch top ist. Mal sehen, vielleicht hebe ich das mal auf und werde das mal zu einer Verlosung machen. Mal gucken, wie ich es mache, aber ich würde es jetzt noch nicht wegschmeißen wollen, obwohl ich es persönlich nicht weiter sticken werde. So, das lege ich mal dahin. Ja, hier sind die Garne. Also es ist wirklich noch mehr als genug da. Das ist ja dieses Flauschgarn. Also ich würde das auch nicht aufheben wollen. Also hier bei der 13 ist alle, das war das Schwarz. Und hier waren ja auch zwei drauf. Da habe ich das auch alles weg und hier oben, das ist auch leer. Ja, also die werde ich wegmachen, da habe ich keine Verwendung für. Und ich hatte mir ja die Legende hier so ein bisschen ausgedruckt gehabt und zusammengeklebt, damit ich nicht immer dieses große Blatt hin und her wälzen muss. Also man musste zweimal gemischte Farben nehmen, jeweils einen Strang. Und dann hat man gestickt mit ganze Kreuze, zwei Fäden oder halbe Kreuze mit einem Faden. Immer so im Wechsel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt ja das Ergebnis sehen, ne? Und das werde ich euch jetzt präsentieren. Tara! Boah, ja, also ihr seht ja hier, oder ich werde mal gucken, wenn ich es rannehme, ob ihr es denn noch so deutlich seht. Ja, ich hatte, wie gesagt, hier angefangen, habe erstmal die rechte Seite gemacht. Hier seht ihr, die Rückstiche bei dem kleinen Vogel. Ich hatte die jetzt erst so kleine kurze Stiche. Ja, das ist schlecht zu sehen, ne? Aber dann habe ich gesehen, dass es auf dem Originalbild auch so lang gezogen ist. Und dann habe ich es nochmal aufgemacht und nochmal so lang gezogen. Da sieht man dann halt die Flügel, ne? Richtig schön. Ja, so sehen sie aus, die kleinen Fetten. Also ich freue mich, dass ich das geschafft habe. Erstens, dass ich den Riolis-Haul geschafft habe für dieses Jahr. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich wollte das ja verschenken.
Und so ist das denn, ne? Dann strengt man sich dann auch an. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich nehme das mal hier ein bisschen runter. Wartet mal so hier. Und noch mal gucken, ob das deutlich ist. So seht ihr das besser, ne? Also, die sehen richtig plastisch aus, die kleinen Vögel. Ach, herzallerliebst. Ja, das war das kurze Video. Kann ich ein weiteres Finish verzeichnen? Ihr wisst ja, ich habe ja hier meine, wartet, ich zeige es mal, diese fertigen Projekte mache ich ja hier rein. Da mache ich dann gleich ein Bild, drucke es dann aus und dann wird das auch mit eingeklebt. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin mega, mega, mega stolz und ja, ich weiß, dass es meiner Mutter gefallen wird, aber dennoch bin ich wirklich aufgeregt, was sie dazu sagt. Vor allen Dingen, wusste gar nicht, dass ich das überhaupt angefangen habe. Sie hat das damals gesehen, als sie es mir kaufte. Und dann meinte sie, ach, sind die süß. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Ostern bis zu ihrem Geburtstag im November ist lange hin. Das schaffst du. Ich habe persönlich nicht dran geglaubt, aber dank euch, ihr habt mir Mut gemacht und mir viel Glück gewünscht und das hat mich natürlich motiviert, das Ganze hier fertigzustellen. Also danke ich euch auch nochmal dafür. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet, dann würde ich mich an dieser Stelle wieder verabschieden. Dann wünsche ich euch allen noch ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Stickliesel.